Die Schiffsreise beginnt in Ushuaia. Von dort geht es auf die Falklandinseln. Weiter geht die Reise nach Südgeorgien und zu den Südorkney-Inseln. Schließlich gelangen wir zur antarktischen Halbinsel. Überall stehen uns viele schöne Landungen bevor. Ushuaia ist die südlichste Stadt der Erde, etwa 1000 Kilometer von der Antarktis entfernt. Hier leben aber immerhin noch etwa 45.000 Menschen. Und vom Frühling bis zum Herbst starten von hier aus die meisten Expeditionsschiffe zum antarktischen Kontinent. Jetzt heißt es Leinen los und wir fahren in den offenen Südatlantik. Die Zeit auf See vergeht wie im Flug. Wir erhalten Besuch von Kapsturmvögeln und später auch von Albatrossen. An der Nordostküste von Ostfalkland liegt die Hauptstadt Stanley. Heute leben hier 1500 der insgesamt 2500 zumeist britischen Bewohner der Falklands. Machen Sie mit uns einen Spaziergang durch dieses reizende Städtchen. Landeten hier argentinische Invasionstruppen und eroberten die Insel, mussten sich aber nach 2 Monaten der britischen Befreiungsarmee wieder ergeben. Wir erreichen die Außeninseln der Falklands. Wir gehen schon zeitig auf Entdeckungstour. Unser erstes Ziel sind die schwarzbraunen Albatrosse. Nach einem ausgiebigen Fußmarsch erreichen wir die Kolonie mit diesen eleganten Seglern. Es ist Brutzeit. Aus feuchter Erde haben die Vögel kunstvoll ihre zylinderförmigen Nester geformt. In das Nest haben die Albatrosse ein einzelnes Ei gelegt. Monate später hat das Junge schon eine stattliche Größe. Gleich um die Ecke entsteht gerade eine Brutkolonie von Felsenpinguinen, die hier an der Felsküste mit ihren scharfen Krallen geschickt herumklettern. Sie werden ca. 60 cm groß, wiegen zwischen 2,5 und 4 Kilo und können 10 Jahre alt werden. Zur Nahrungsaufnahme müssen die Felsenpinguine zum 200 Meter tiefer gelegenen Meer gelangen. Dieser beschwerliche Weg über die Felsklippen wird vornehmlich hüpfend zurückgelegt, weshalb sie zu Recht ihren englischen Namen Rockhopper tragen. Wegen des kommerziellen Fischfangs rund um die Falklands und wegen der Ölverschmutzung des Meeres vor der südamerikanischen Küste nehmen ihre Bestände bedrohlich ab. Sie sind in einigen Gebieten um 80% gesunken.
An der Küste von Carcass Island treffen wir auf Eselspinguine. Viele Steinchen müssen zuvor gesucht und dann mühsam zusammengelegt werden, damit das kunstvolle Nest angelegt werden kann. Zu dieser Zeit schlüpft gerade ein junger Pinguin. Und wir haben das große Glück, dieses Familienereignis aus nächster Nähe beobachten zu können. In Begleitung von Albatrossen befinden wir uns am darauf folgenden Tag auf hoher See und fahren in östlicher Richtung auf Südgeorgien zu. Wir passieren die Shag Rocks. Bizarre Brutfelsen für Meeresvögel weit vor der Küste Südgeorgiens. In Elsehul auf Südgeorgien erkunden wir mit einem Zodiac, einem äußerst stabilen, sicheren und wendigen Schlauchboot, die nähere Umgebung. Es ist Frühling und zahlreiche Pelzrobben und Pinguine haben sich hier versammelt. Wir fahren in Stromness ein, einer verlassenen Walfangstation. Neu belebt wird sie heute durch Eselspinguine und Pelzrobben. Wie man sieht, fühlen sich auch die Pelzrobbenbabys hier sehr wohl. Früh übt sich, wer ein Meister werden will. Eine gute Portion Glück gehört dazu, um auf ein Blondie zu treffen. Die Chancen dazu sind 1 zu 1000. Eine der Hinterlassenschaften des Menschen sind Rentiere, die der Norweger Carl Anton Larsen 1911 einführte. Aus 10 Tieren wurden in der Zwischenzeit über 2000. Salisbury Plain, eine weite Ebene zwischen zwei großen Gletschern, ist Lebensraum für bis zu 180.000 Königspinguine. Der Königspinguin lebt auf den subantarktischen Inseln, nicht aber auf dem Festland der Antarktis. Die Königspinguine bevorzugen sandige Küsten und legen ihre Brutkolonien hinter dem Sandstrand ab. Königspinguine brüten im Laufe von 3 Jahren zweimal. Das heißt, dass ein Brutjahr ausgelassen wird. Brut und Aufzucht des Kükens dauern etwa 13 Monate. Durch ihr braunes, flauschiges Daunenkleid erscheinen die halbwüchsigen Jungvögel optisch größer als ihre Eltern. Mit diesem Jugendkleid können die jungen Pinguine aber noch nicht ins Meer, da es nicht wasserdicht ist. Ein besonderes Vergnügen ist es natürlich, wenn man mit Muße die jungen Königspinguine in ihrem lustigen Daunenkleid beobachten kann. Hier auf Südgeorgien gibt es auch große Kolonien von Seeelefanten.
Die männlichen Tiere, auch Beachmasters genannt, unterhalten Harems von bis zu 70 Weibchen. So ein Beachmaster bringt gute 4 Tonnen auf die Waage und hat eine imposante Länge von über 4,5 Metern. Bei den Bullenkämpfen geht es manchmal ziemlich blutig zu. Und manch junger Bulle liegt am Strand, um seine Wunden verheilen zu lassen. Die schwarzen Welpen wiegen bei der Geburt schon 30 bis 40 Kilo. Sie werden 28 Tage lang gesäugt. Die Muttermilch ist mit 50% Fettanteil sehr nahrhaft. Und die Jungen wachsen schnell heran. An Land sind die Seeelefanten eher träge Tiere. Das Meer ist ihr wahres Element. Eine 15 cm dicke Fettschicht schützt sie vor der Kälte. Seeelefanten tauchen bis zu 1000 Meter tief, um leuchtende Tintenfische zu fangen, die sie mit ihren großen, lichtempfindlichen Augen wahrnehmen können. Wir haben eine hervorragende Crew mit langjähriger Erfahrung, die sich für das Wohl der Gäste einsetzt. Unsere Lektoren und Guides sind Experten auf ihrem Gebiet. Kommen Sie mit. Begleiten Sie uns ein Stück in eine der entferntesten, aber auch schönsten Regionen der Erde. Die Abende werden mit Vorträgen und Lesungen bereichert. Hier am Fuße steiler Felsabhänge liegt das geisterhaft verlassene Grytviken. Karl Anton Larsen gründete hier im Jahre 1904 eine Walfangstation und baute zugleich eine Fabrik, um dort die erlegten Wale und Robben zu verarbeiten. Ein Besuch im kleinen Museum ist sehr lohnenswert. In Grytviken und weiteren Fabrikanlagen wurden in dieser Zeit insgesamt 175.250 Wale verarbeitet. Grytviken ist heute ein Mahnmal. Die Geisterstadt ist ein Symbol für ein menschliches Vernichtungswerk, das nun in den eisigen Stürmen der Antarktis vor sich hin rostet.
Wir erreichen die Südshetland-Inseln. Auf Elephant Island, beim Point Wild, betreten wir historischen Boden. Shackleton und seine Mannschaft schlugen hier im April 1916 ihr Notquartier auf. Auf abenteuerliche Weise konnte Shackleton Hilfe holen. Die Büste des chilenischen Kapitäns Luis Pardo erinnert an die Rettung der restlichen Mannschaft. Das Steuern des Schiffes zwischen den Eisbergen und den Treibeisfeldern erfordert höchste Konzentration. Das Radar enthüllt auch die kleinsten Eisberge. Bei Hindernissen muss der Kurs immer wieder von neuem berechnet werden. Wir beobachten an Deck Adelie-Pinguine, die auf den vorbeitreibenden Eisschollen stehen. Wir sehen, wie sie ins eiskalte Wasser eintauchen und mit geübter Sicherheit von ihrem Fischfang zurückkehren. Die Adelis mit einer Größe von ca. 70 cm wiegen zwischen 4 und 5 Kilo. Sie sind harte Burschen. Sie leben wie die Kaiserpinguine in der kältesten Zone. In der Regel legen sie 2 je ca. 80 Gramm schwere Eier. Die Brutzeit beträgt 35 Tage. Danach dauert es nochmals 6 Wochen, bis die Küken Flücke sind. Auf der 2 Kilometer langen Half Moon-Insel, deren Name erstmals 1935 auf einer Karte erschien, lebt eine große Zügel-Pinguin-Kolonie. Wie die Eselspinguine und die Adelie-Pinguine bauen auch die Zügel-Pinguine ihre Nester aus Steinchen und wandern zwischen der Brutkolonie und dem Meer, aus dem sie das Material holen, hin und her. In den Nestern liegen schon vereinzelt Eier. Die Paare wechseln sich mit Brüten und der Nahrungssuche ab. Eine schneefreie, windexponierte Stelle ist Schauplatz balzender Riesensturmvögel. Nicht immer geht es friedlich zu. Wir kommen in Brown Bluff an und betreten antarktischen Boden. Überrascht von einem schweren Schneesturm werden wir von unseren alten Bekannten, den Eselspinguinen, begrüßt. So gelassen wie die Tiere finden auch wir uns mit der Witterung ab. Mit einer Größe von ca. 75 cm und einem Gewicht zwischen 5 und 7 Kilo haben auch die Eselspinguine eine Lebenserwartung von etwa 10 Jahren. Im nördlichen Verbreitungsgebiet beginnt die Brut schon im zeitigen Frühjahr. Hier, auf der antarktischen Halbinsel, ist sie verzögert. Geduldig wärmt dieser Pinguin seine kostbaren Eier.
An den Felsabhängen der antarktischen Halbinsel ist eine regelrechte Pinguin-Autobahn zum Meer entstanden. Ins eisige Meer eingetaucht wird jeweils in kleinen Gruppen. Krill und auch Bodenfische werden in Ufernähe gejagt. Eine Zodiac-Fahrt ist immer ein Abenteuer. Schon nach wenigen hundert Metern treffen wir auf Treibeis. Obwohl das Durchkommen erschwert ist, nähern wir uns sachte einer Krabbenfresserrobbe. Trotz des Namens ernähren sich die Krabbenfresser nicht von Krabben, sondern hauptsächlich von Krill. Ihr Gebiss ist der Nahrung bestens angepasst. Gefurchte und verdrehte Zähne filtern das Krill aus dem Wasser. Port Lockroy ist nur im antarktischen Sommer besetzt und finanziert sich hauptsächlich aus dem Verkauf von Artikeln im Shop. Hier wird auch der Einfluss der Touristen auf die Pinguine untersucht. Bisher konnten keine negativen Einflüsse festgestellt werden, was sicher auf die strenge Einhaltung der Verhaltensrichtlinien für Touristen zurückzuführen ist. Gleichzeitig ist die Station auch Heimatmuseum inmitten der gigantischen eisigen Berge. Am Ende unserer Reise erreichen wir den südlichsten Punkt von Südamerika, das Kap Horn. Ein alter Leuchtturm und eine kleine Kapelle erwarten uns. Seit der Entdeckung im Jahre 1616 mussten mehr als 15.000 Seeleute am stürmischen Kap ihr Leben lassen. Die Kontur eines Albatros steht als Ehrenmal für die auf See gebliebenen Marineangehörigen. Ich bin der Albatros, der am Ende der Welt auf dich wartet. Ich bin die vergessene Seele der toten Seeleute, die aus allen Meeren der Erde hierher kamen, um das Kap Horn zu umsegeln. Sie starben nicht in den tosenden Wellen. Sie fliegen vielmehr auf meinen Schwingen in die Ewigkeit, wo am tiefsten Abgrund der antarktische Sturm heult.